37 Minuten lang hatten die beiden besten Abwehrreihen der Liga kaum eine Chance zugelassen. Dann ein Zögern von Lauterns Torwart-Debütant Weidenfeller und Ebbesand bringt Schalke 1:0 in Führung. In der zweiten Halbzeit nutzte Schalke 04 seine erste Torchance durch Thomas Waldoch zum 2:0 und das Spiel schien nach 56 Minuten entschieden. Dann fiel Kaiserslauterns Marian Ristoff und der Schiedsrichter drauf rein. Strafstoß, eine krasse Fehlentscheidung, die das Spiel kippte. Harry Koch verwandelt zum 1:2 in Minute 67. Kaiserslautern jetzt engagiert und zweikampfstark, profitierte von Schalker Abwehrfehlern. Oliver Reck legt für die Lauterer auf, Tomasz Klos 2:2, 72. Minute. Jetzt verlor Schalke die Kontrolle über das Spiel und Olaf Marschall, erst kurz zuvor eingewechselt, köpfte Kaiserslautern bei seinem Comeback zum 3:2. Andreas Brehm und Reinhard Stumpf, Kaiserslauterns Trainerduo, macht alles richtig, der vierte Sieg im vierten Spiel, auch wenn viel Glück dabei war.